Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was in diesem Pfandautomaten drin ist? Ich meine, die Flaschen müssen ja irgendwo landen. Deswegen habe ich mir eine Wasserflasche, Tape und eine GoPro besorgt. Und dieses hochfunktionale Konstrukt gebaut. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass die Maschine den Barcode lesen kann. Das ist es jetzt, probieren wir es aus.